Ich habe heute war ein anstrengender Tag. Das Wetter war immer so kleine fiese Windböen. Das ist schwierig zum Einfliegen. Ich habe aber trotzdem versucht, irgendwelche Werte auszutesten. War aber kritisch schwierig teilweise. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, dem Problem auf die Schliche kommen. Warum man nach dem Take-off immer so einen leichten Linksdrift hat. Und dann, wie gesagt, in der Tail nach rechts, Nose nach links, immer so einen kleinen, blöden, störenden Linksdrift. Das driftet dann, ich mache da wie gesagt gar keine Eingabe. Der fliegt immer von alleine nach Roll nach links. Es ist immer so ein. Rechts funktioniert, also Nose rechts rum ist wie gesagt besser. Ich habe Safe Gain 10 durchgeflogen, 12 nochmal durchgeflogen, 15 durchgeflogen. Dann den I-Wert um 10 noch raufgesetzt. Wie gesagt, 115, 135, 10. Dann am Tail die Start-Stop von 15 auf, von 25 auf 15 runter. Alles nochmal durchgetestet, aber es fliegt einfach nicht mehr so gut stabil. Dann Hover, wenn man den I-Wert ändert, dann hat sich der Hover wieder geändert. 87, es flog ganz blöd. Also diese Übung, wenn der Pilot, Testpilot in der Mitte steht und lässt den Helikopter einmal so im Kreis fliegen, in so einer schönen Kurve, einmal links rum, einmal rechts rum. Gibt es ganz bestimmte Gradwinkel, wenn man das austestet, wo der Helikopter total an Höhe verliert und dann im anderen Gradwinkel wieder total steigt. Ne? Das ist so ein ganz komisches, eiriges Collective-Konzept, wenn man so einfach nur versucht, einen schönen Kreisrunden so in der Höhe zum Beispiel immer in der gleichen Höhe bleiben und dann einen schönen Kreis fliegen. Das ist immer so ein Up and Down. Das habe ich versucht zu eruieren. Der Hover verstellt sich dann, wenn man den I-Wert ändert. Wenn man den Safe-Gain-Wert ändert, fängt man wieder von vorne an. Also sobald man einen Wert ändert, hat das Einfluss auf die anderen Werte und das muss man dann alles wieder nachjustieren. Und es endet dann irgendwann wieder in so einer Endlosschraube, bis man dann wieder zu dem zurückkehrt, wo man eigentlich schon richtig gutes Flugerlebnis hatte. Und selbst wenn man dann die Werte verstellt hat und wieder zurückstellt, fliegt es dann auch nicht mehr so hervorragend, wie es vorher gut geflogen ist. Insofern ist wieder die Frage, das habe ich wie gesagt im Forum gelesen von dem FC6250HX, dass ich irgendwie. Dass nach einigen Flügen ändert sich das Stability. Es ist nicht mehr so Stability, wie es sein sollte. Ne? Also selbst wenn man jetzt Werte ändert, ein Safe Gain zum Beispiel ändert und durchfliegt und dann ein I-Wert draufsetzt und durchfliegt, das alles von vorne bis hinten nochmal durchtestet. Dann wieder zurück zu 115, 125, 10 für Roll, Pitch und Tail und dann wieder Safe Gain 12 und ein Hover von 87 und ein Offset von 0. Wenn man dann zu den Ursprungswerten wieder zurückkehrt, wo man schon wirklich ein gutes, stabiles Flugerlebnis hatte, ich habe es wie gesagt geschafft bei absoluter Windstille, dass ich diesen.
Linksdrift, der war total raus. Ich habe das, wie gesagt, habe mich in die Mitte gestellt, bei absoluter Windstille, den Helikopter in so in der Höhe ungefähr einmal um mich rumfliegen lassen, einmal links herum, einmal rechts herum. Und besonders das links herum, beim links herum hat sich dann das Tail Flight Controller irgendwie richtig eingestellt. Das Flattern hinten am Tail war komplett raus, da vibrierte gar nichts mehr. Und der stand in der Luft so in der Höhe, dann nach 4 Minuten stand der so in der Luft, stehen, kerzengerade. Und das Tail konnte ich links und rechts her bewegen und stand wie eine Eins, stabile Eins in der Luft. Das war das geilste Flugerlebnis. Da kommt, geht man wirklich glücklich und zufrieden vom Feld und sagt, ja, das war ein guter Tag. Und heute war so ein Tag, nee, hat keinen Spaß gemacht. Also da einprogrammieren, rumzuprogrammieren, Werte rauf, runter, um noch irgendwie einen Tick noch mehr an Stability rauszuholen oder zumindest nochmal versuchen, das gleiche Flugerlebnis nochmal zu reproduzieren, wenn man es einmal geschafft hat. Und man merkt aber, es funktioniert nicht, dann ist es irgendwie doof. Also man geht dann vom Feld und sagt irgendwie, das war's nicht. Ne? Also Freude am Fliegen ist wirklich am besten gar nichts verstellen, einfach nur einen Helikopter hinsetzen, Akku tauschen und es muss genauso super duper fliegen wie den Akku zuvor. Dann ist es ein Fun-Faktor, dann ist es wirklich Freude am Fliegen. Das mit den Hovers ist dann auch, wenn man das mal alles durchgeflogen hat und durchgetestet hat, kommt dann am Ende noch die Phase beim Absetzen, dass er beim Absetzen nicht hier jetzt so ein komischer oszillierender, instabiler Effekt noch. Das ist manchmal raus, manchmal ist es dann wieder drin nach dem Akkuwechsel. Dann ist man sich wieder unsicher. Was ist jetzt mit dem Hover? Stimmt mit dem Hover jetzt irgendwie was nicht? Prozentchen wieder rauf, wieder runter. Also ich bin mit 125, 10 PID-Werten für Roll, Pitch und Tail und Safe Gain von 12 und ein Hover von 87 und ein Offset von 0, habe ich immer noch so das beste Flugerlebnis gehabt und eins, wie gesagt, einmal nach 4 Minuten Flugzeit das geflogen. Der Typ steht in der Mitte und lässt praktisch um sich herum einmal den Helikopter um sich kreisen, so ungefähr in der Höhe. Schön halt mit der Seitenansicht zum Testpiloten und dann einmal schön gegen den Uhrzeigersinn und im Uhrzeigersinn um sich herumfliegen lassen. Dann das Stick-Feeling abchecken, während man den Vogel genau beobachtet, wenn er so um einen rumkreist, ob er irgendwie an Collective dazu gewinnt oder nicht. Und dann einmal einen stärkeren Pitch vorwärts mal durchtesten, dann abbremsen sozusagen, ne, dass sich der Vogel dann so ein bisschen schräg stellt, zum Geschwindigkeit wegnehmen. Das ist so ein seichter so ein Aufbäumen und dann, um Pitch vorwärts wegzunehmen. Lauter solche Flugmanöver, die man durchmacht. Und wie gesagt, nach 4 Minuten, das Flattern hinten war komplett weg. Das Tail stand wie eine Eins. Ich wollte dann schon fast anfangen, hier mal so eine komplette 360-Grad-Drehung zu machen. Das macht man wirklich nur dann, wenn man
ganz genau der Testpilot genau das Feeling hat, diese komischen Roll-Links-Drifts sind weg. Das funktioniert nur dann, wenn die Roll nach links, leicht nach links Drifts alle weg sind bei einer Linkskurve, sonst geht das nicht. Also hier sieht man das auch. Da muss ich gar kein, ich habe eigentlich nur, was ich, das ist wirklich nur, also auf dem Knüppelstick ist es nur eine Eingabe, schieb mir bitte das Tail nach rechts und die Nose nach links. Ne? Mehr ist es nicht. Ich mache da kein Roll. Auf dem rechten Knüppelstick mache ich da eigentlich fast gar nichts. Aber man sieht nach dem Dreher, wie der Helikopter dann auf einmal anfängt, so fast schon von alleine total nach links wegzudrehen. Ne? Also das ist nicht, dass ich hier auf dem rechten Knüppelstick irgendwie nach links schiebe, der ist, sitzt in der Mitte. Aber sobald das Tail nach rechts wandert, fängt der Vogel an, irgendwie da irgendwo hinzudriften. Ne? Also das hatte ich, wie gesagt, in mühsamster Arbeit dann bei einem absolut idealen, totale Windstille, hervorragend Wetter, super duper Wetter, hatte ich das eingeflogen und war dann eigentlich stolz, dass ich das dann irgendwie geschafft habe, das irgendwie rauszubekommen, dass es dann auch wirklich stand wie eine Eins, wie gesagt, in der Luft, Tail super stabil, das konnte man so drehen. In der Hauptrotorachse stand sowas von wie eine 1 in der Luft. Ich dachte dann eigentlich, wow, super, jetzt hast du es eingeflogen, jetzt bist du fertig. Nee, aber wie gesagt, du, man wechselt den Akku. Er hofft sich natürlich, dass es dann, dass man den Anschluss kriegt, also dass man dann genau das gleiche, identische, super duper Flugerlebnis hat beim nächsten Flug. Deswegen habe ich heute spät warten müssen, bis die Windböen endlich mal weg waren. Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Selbst wenn ich zu den gleichen Werten nochmal exakt identischen Werten zurückkehre, wo ich das Flugerlebnis schon mal gehabt habe. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, also wenn man da die Werte rumtestet und feintut und rauf und runter und selbst wenn man dann alle Werte wieder zurückstellt, ich habe eher den Eindruck, man muss es dann wahrscheinlich wieder nochmal kalibrieren. Ne? Also ich weiß ja nicht, was das Kalibrieren, wenn dann noch manchmal ESC-Warnmeldungen kommen, ist man dann schon wieder verunsichert, weil man sich dann sagt, ja, dann wird es wieder Zeit, dass ich den Helikopter wieder neu kalibrieren muss. Also hier auch, hier sieht man das auch. Also das ist zum Beispiel, da mache ich gar keinen Roll nach links auf dem Knüppelstick. Der fliegt immer von alleine, fliegt der, das scheint so ein Tick zu sein von dem Flight Controller. Also wie gesagt, ich habe das eingeflogen. Testversuch, wie gesagt, der Typ steht in der Mitte. Und lässt so wie hier den Vogel einmal um sich rumkreisen, einmal links rum, einmal rechts rum. Deswegen habe ich heute versucht, nochmal irgendwelche PID-Adjustments zu machen, Safe-Gain-Adjustments, um das durchzufliegen, Hover-Adjustments, aber oh, es war ein Up, ein Down und oh, es ist unruhig und dann gibt es einen ganz bestimmten Gradwinkel. Da sackt der auf einmal total ein, der Helikopter, und verliert total an Höhe. Und dann nach ein paar Kreisgradwinkeln, wo man ihn um sich rumdrehen lässt,
steigt er dann auf einmal heftig. Da muss man den Knüppelstick wieder runterdrücken auf der linken Seite. Und es ist dann ständig so ein Up and Down und Up and Down, dass ich dann am Abend heute schon fast wieder frustriert war, weil ich dachte mir, Mensch, das dauert ja ewig, diese Einstellerei. Und komm, geh wieder zurück zu deinen alten Werten. 115, 125, 10. Safe Gain von 12. Lässt du alles einfach so, wie es ist. Wenn du es schon einmal geschafft hast, dann war es ja schon mal ein Beweis, dass es funktioniert hat. Auch wenn das gleiche, exakte, erflogene Flugerlebnis nicht reproduzierbar ist. Ich werde mir nochmal überlegen, einen Test zu machen, das nochmal zu kalibrieren und dann nochmal einfliegen und sehen, was passiert. Weil so ESC-Warnmeldungen ist meistens immer so ein bisschen so ein Hinweis, jetzt lieber nochmal kalibrieren, und ich weiß nicht, was die damit sagen wollen. Ist schwierig, ne? Das Thema ist wirklich schwierig mit dem Flight Controller und dem Tail und diesen komischen hier auch, hier ist es auch einfach nur ein Taildreher, und dann fängt der, wie gesagt, auf einmal an. Dreh nur das Tail und dann fängt der an, so automatisch nach links zu driften in Roll. Ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht raus. Safe Gain raufschrauben bringt nichts. Die I-Werte raufschrauben bringt nichts. Runterschrauben bringt nichts, die Werte. Wie gesagt, 110, 110, 10 habe ich versucht. Ist es auch nicht. Es hat irgendwas mit dem Werte so lassen, wie sie sind und einfliegen zu tun. Es gibt dann auch manchmal so bestimmte Höhenverhältnisse, wo der auf einmal, das ist so eine Höhe, da fängt er dann auf einmal an, wenn ich ein bisschen Pitch vorwärts mache, in so einer bestimmten Höhe, was sind das, 12 Meter, 15 Meter, 12 Meter, fängt der auf einmal an, total an Höhe zu gewinnen. Und man macht eigentlich gar nichts großartig an der Fernsteuerung. Es gibt so eine komische Höhe, da fängt der auf einmal an, richtig zu steigen. Zu viel, man weiß gar nicht warum. Dann muss man wieder, drückt man das Collective wieder runter. Und dann muss man aufpassen, dass er nicht auf einmal plötzlich runtersackt wie so ein nasser Sack, ne, der Vogel. Und da muss man echt aufpassen, dass man den dann noch gut abfangen kann am Boden, weil das kann manchmal echt fast schon in die Hose gehen. Also ich bin noch nicht 100% zufrieden. Ne? Also ist noch nicht. Ich war, wie gesagt, vor 2 Tagen. Das ist ein super Feeling, also wenn man dann vom Feld geht und sagt, boah, man ist richtig glücklich und froh, weil es ein tolles Flugerlebnis war, ein richtig schönes, stabiles. Tail-Hauptrotor-Konzept, boah, man ist super happy, ist froh, denkt sich, jetzt ist er eingeflogen, jetzt hat sich's eingestellt, die Spektrum iX Airware, wo Intelligent Radio draufsteht, das bleibt dann auch so intelligent, wenn man es einmal intelligent eingeflogen hat. Nee, also man wechselt den Akku und mir blieb dann, wie gesagt, nur noch 1 Minute Restflugzeit. Und erst dann, wie gesagt, wenn das Tail richtig schön stabil steht, man diese komischen Roll-Links-Drifts weg hat, wenn man einfach nur
das Tail nach rechts schiebt, damit die Nose nach links sich dreht und dann aber nicht so einen komischen Drift hat. Also wenn man das Gefühl hat, wenn der Testpilot das Gefühl hat, der Vogel steht jetzt so wie eine Eins in der Luft und ich kann das Tail in beide Richtungen um 180 Grad drehen, ohne dass sich der Vogel in irgendeine Richtung wegdriftet, dann würde ich mich erst wieder wagen, solche 360 Grad Schraube nach oben Drehungen zu machen. Aber bis das soweit ist, ich hatte wie gesagt auch gehofft, mit den 120 mm Blättern, die ich jetzt hinten angebracht hatte und schon durchgeflogen habe, hätte ich jetzt gedacht, dass ich das Problem damit beheben kann. Ist es aber auch nicht. Also die 5 mm mehr hinten länger an den Heckrotorblättern hat jetzt der Flight Controller auch noch nicht so richtig gefressen. Und ich habe jetzt wirklich alles durchprobiert. P-Wert runter, I-Wert rauf, P-Wert zu lassen, I-Wert noch ein Stückchen weiter rauf, ein Safe Gain noch ein Stückchen rauf, also rauf, runter, Hover durchgeflogen. Also irgendwann möchte man so eine Zahl haben, wo man sich sagt, ja, Mensch, jetzt hat es doch schon funktioniert mit 115, 125, 10. Und ein Safe Gain von 12 und ein Hover von 87 und ein Offset von 0. Und so hat man diese ganzen Marken fast schon alle raus. Jetzt geht es eigentlich nur noch um dieses eine Ding. Und dann hat man das schon mal geschafft in einem Flugerlebnis nach 4,5 Minuten mein Flugmanöver durchfliegen. Tail flattert nicht mehr, der Vogel steht wie eine Eins in der Luft, man kann das Tail drehen lassen, es steht ganz stabil in der Hauptrotorachse, steht der Vogel in der Luft, aber wenn ich dann nur noch eine Minute habe, dann reicht mir das nicht als so das Freude am Fliegenerlebnis und dann tauscht man Akku aus und dann kriegt man es nicht mehr hin, also wenn man das gleiche stabile Flugerlebnis einfach nicht hinbekommt, obwohl man so wie heute spätabend dann eigentlich fast die identischen Wetterverhältnisse hat und gut, es ist kühler, aber das ist wirklich ein Problem bei dem Flight Controller FC6250HX von Spectrum, dass das nicht so noch nicht so gut stabil läuft, ne? Einfach nur das Tail drehen und dann aber nicht so einen blöden Drift hier. Den Drift will ich einfach nicht haben. Will da gar keinen Drift haben. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ich kann es euch nicht sagen. Das ist aber sehr störend. Und solange man bei sämtlichen Taildrehern die kompletten Drifts nicht raus hat, kann man so auch, tut man sich wirklich schwer, seine Flugerfahrung weiter zu schöpfen, ne? Damit man dann noch ein paar andere Manöver fliegen kann, ohne dass man Angst haben muss, oh, könnte er irgendwie nach hinten driften oder nach vorwärts oder zu weit wieder nach links. Also wenn man nicht weiß, wo der Vogel dann steht, wenn man solche Geschichten hier macht, ne? Dann ist es eigentlich kritisch, weil je nachdem, wo das Tail dann steht, muss man dann sofort
spiegelverkehrt denken dann noch und dann ist es ja noch blöder. Also so weit bin ich einfach noch nicht. Und das Hirn sagt mir auch, es ist auch noch nicht so weit, weil der Vogel ist fliegt, also der Flight Controller ist noch nicht stabil genug. Und selbst bei den 120 mm Blättern ist kein Unterschied eigentlich zu den 115 mm Blättern. Es ist genau das gleiche Phänomen beim Tail. Nach rechts immer dieser Linksdrift hier. Das ist wie gesagt nicht mein Input. Das macht der Vogel von ganz alleine. Und das ist halt noch nicht so zufriedenstellend, ne? Das ist traurig eigentlich, wenn man das und das driftet ganz schön. Gut, das ist jetzt irgendwie. So, ne, das ist wirklich, das ist gar keine Eingabe von mir. Das macht der Vogel dann irgendwie alleine. Und dann wieder anfangen mit irgendwelchen Attitude-Trims zu ändern. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal durchgemacht. Boah, die Attitude-Trims rauf, rauf, rauf. Immer weiter rauf, immer weiter rauf. Oh, es driftet immer noch, es driftet immer noch, es driftet immer noch. Und irgendwann sind die Attitude-Trim-Werte dann viel zu hoch und irgendwann packt es dann die Anlage nicht mehr und die iXAirWare baut dann irgendwie Mist und der Vogel ist wieder Schrott. Ne? Das möchte ich eigentlich vermeiden, weil irgendwann hat mir dann mal auch mal die Schnauze voll. Also Nose Right Turn ist immer total stabil, ne? Das funktioniert. Nose Right ist. Da fängt sich auch das Stability-Konzept wieder, wenn man Nose Right Turn macht. Aber sobald man Nose Left Turn macht, ne? Es driftet total. Ich habe das noch nicht so ganz kapiert. Also selbst wenn man es dann, wie gesagt, total gut eingeflogen hat, dass man sich total sicher ist, ja, jetzt spürt man richtig an den Knüppelsticks und am Flugbild. Nach 4 Minuten waren das, nach meinem Flugmanöver den Helikopter einmal in die Richtung links um sich rumfliegen lassen. Ne? Wenn das gut, harmonisch, stabil, sauber funktioniert, dann richtet sich da, justiert sich da irgendwas in dem Flight Controller, was mit dem Nexpor Tail Servo und den Tailblättern, dass es dann irgendwie richtig gut, stabil eingeflogen ist. Und dann kann man solche weiteren Flugmanöver machen, ohne dass man Angst haben muss, dass der Vogel in irgendeine Richtung wegdriftet. Aber es ist nicht reproduzierbar. Ich habe es, wie gesagt, geschafft, bei absoluter Windstille nach 4 Minuten Flugmanöver einfliegen mit Werten von 115, 125, 10. Das hat gehalten bis zum Absetzen und dann habe ich bloß den Akku gewechselt und beziehungsweise am nächsten Tag dann wollte ich das durchfliegen. Da war es aber sehr windig, konnte ich dann nicht mehr testen. Heute war es den ganzen Tag auch zu windig, konnte ich es auch nicht testen. Bis heute Abend, spätabend war es dann schon, war es schon fast Dämmerung. Ich wollte es aber wissen,
ob es mit den gleichen Werten, ob ich das hinbekomme, aber ich kriege es nicht hin. Punkt. Also das ist die große Schwachstelle noch. Ist noch nicht ganz happy, ne? Aber man merkt, also Fliegen macht wirklich nur Spaß, wenn man genau das total richtig super duper stabile Flugerlebnis hat, ohne Drifties, dann macht es, hat man, das ist so, das wirklich, da reicht es auch dann, wenn man drei Flüge macht oder zwei Flüge und die Flüge sind super. Man hat ein super Gefühl beim Fliegen und es macht Spaß, es macht Freude. Da muss man gar nicht so oft fliegen, weil das ist dann schon das Erlebnis, da ist man dann zufrieden irgendwie. Aber wenn man ständig mit solchen Drifts beschäftigt ist und das noch versucht, auf die Schliche zu kommen und durchzufliegen und einzufliegen und mal gelingt es einem und dann ist es. Funktioniert es aber nicht mehr, dann merkt man schon irgendwann, und wenn dann das Wetter noch nicht so ganz mitspielt, so wie heute mit so blöden Windböen, oh, also das bei Winter noch fliegen, bei blöden Drifts, oh, das ist wirklich, ist nicht so der Fun-Faktor. Aber der Fun-Faktor ist, wie gesagt, total Freude am Fliegen, wenn es richtig gut stabil bis zum letzten Absetzen ohne irgendwelchen oszillierenden Effekte und irgendwelche schwammigen rauf, runter, irgendwie in Bodennähe dann noch, weil der Hover, soweit ich das analysiert habe, wenn ich, selbst wenn ich den auf 87 einstelle, ich heb ab, dann gucke ich mir nach 30 Sekunden, einer Minute gucke ich mir an, oder nach 30 Sekunden, wo stehst du denn dann so? Also ich überprüfe dann den Hoverwert nochmal. Der ist bei 87, ne? Und gegen Ende des Fluges, also wenn die Akkuleistung schon ein bisschen abgenudelt ist im Fluge, dann steigt der Hover etwas, ne? Also am Ende ist man dann so bei 90. Und wenn ich sie bei 87 eingestellt habe, wenn der Akku noch vollgeladen ist und ich den abhebe und gucke mir dann so an, wo stehst du denn? 87, ne? Und das ist so 115, 125, 10, Safe Gain von 12, ein Hover von 87, ein Offset von 0. Da hat man teilweise auch diese schwammigen Effekte noch am Boden gar nicht mehr. Ne, so ein Up and Down hier hat man dann gar nicht mehr. Das steht dann wie eine 1 über dem Boden. Ne? Und dann muss man eigentlich bloß noch, da muss man gar nicht mehr justieren, da muss man immer nur noch absetzen. Ich meine, der Absetzer war gut. Das geht dann auch ganz sanft, ganz leicht. Aber wie gesagt, das Tail-Ding ist, ich habe es immer noch nicht raus. Also ich habe es einmal geschafft. Ich schaffe es aber nicht, das Ding zu reproduzieren. Ich werde es nochmal genau mit den Werten 115, 125, 10, Safe Gain 12, Hover 87, Offset 0. Nochmal exakt kalibrieren in beide Blattrichtungen und schauen, ob es dann irgendwann sich einrenkt oder. Aber das ist noch ein großes Manko an dem Flight Controller im Stability On Modus, dass das noch nicht so richtig gut funktioniert. Und egal, da kann ich den Safe Gain noch so hochschrauben. Die I-Werte noch so hochschrauben, das ist es irgendwie nicht. Das hat schon mit der Drehzahl zu tun. Weil bei 1200 mit dem Ego Drift hatte ich genau das gleiche Erlebnis wie jetzt mit dem Scorpion Motor
bei 1100 Umdrehungen und Werten von 115, 125, 10 nach 4 Minuten Flugmanöver einfliegen. Also wie gesagt, besonders sowas, aber in die andere Richtung fliegen, das ist noch so rum geht es besser, aber so rum muss man ganz schön trainieren, damit das dann auch gut fliegt. Aber wenn man das mal durchgeflogen hat und man kann das richtig sehen im Fluge, wie sich das Tail hinten beruhigt, wenn man es in diese Richtung fliegt, dann ist das Tail hinten sowas von still, ohne Wackler, Flatterer oder sonst irgendwas. Und dann fliegt der Vogel wie eine Eins. Und genau so wollte ich ihn eigentlich haben, aber ich schaff's nicht mehr, das genau so hinzubekommen, wie ich es irgendwie nach vier Minuten Flugzeit geschafft hatte, damit ich dann mal mit meinen 360-Grad-Drehungen anfangen kann, um da weiter Flugschule machen zu können. Jetzt geht es eigentlich noch um die Flugschule und nicht noch irgendwelche, ich will ja nicht Drifts ausgleichen lernen, ich will ja Flugschule haben, ich möchte nicht irgendwelche Bugs, Flugbugs irgendwie gegensteuern lernen, ne? Ich möchte fliegen lernen. Also Freude am Fliegen, und das Freude am Fliegen ist wirklich, also wenn das Konzept super stabile Hauptrotorachse und ich kann das Tail in beide Richtungen drehen lassen, und der Vogel steht wie eine Eins in der Luft, dann ist es wirklich richtig schönes Fliegen, schönes Flugerlebnis, und dann kann man immer so ein Stück noch dazulernen in Flugschule, um da richtig schöne Kreise und Bögen zu fliegen. Aber so weit bin ich noch nicht. Also ich hab's versucht mit den 120 mm Blättern, dachte ich, das passt jetzt locker, das wird super funktionieren. Ist es aber nicht. Es hat irgendwas mit dem Flight Controller, mit dem Kalibrieren zu tun. Da ist noch ein Bug drin. Also für mich ist das ein Bug, weil manchmal hebt er auch ganz senkrecht nach oben ab, ohne diese komischen Drifts. Das war schon so eine gute Flugvorführung, aber man sieht ja, ne, er driftet, ne, kurz nach dem Take-off ist es sofort so ein Roll nach links Drift. Und irgendwann, so nach ein paar Metern, steht er dann aber, ne, ohne dass man irgendwie da eine Knüppeleingabe macht. Das renkt sich dann irgendwann ein, die Software, und dann hier hebt er ab, dann rutscht er nach da und irgendwann da hinten, dann so ein bisschen noch 2, 3 Meter weiter, steht er dann irgendwann in der Luft. Ne? Also der ist schon noch buggy, der Flight Controller. Das ist noch Beta-Software, also ich bin noch nicht 100% happy.